Herzlich willkommen bei S21 Bau-TV. Wir schauen uns heute ein bisschen an, wie die feuerverzinkten Stahlträger hier gelagert sind. Und gerade einer wird hochgebracht. Für den, nicht hochgebracht, die werden unten zusammengeschraubt. Ja, jetzt habe ich doch wieder ein bisschen Problem mit der Folie hier. Jedenfalls liegen da unten einige, 3 sehe ich, und dann werden die zu einem Element, nehme ich an, zusammengeschraubt. Im Vordergrund die Schalung für den nächsten Kelchfuß, den wir jetzt sehen. Der ist schon sehr weit fortgeschritten in der Armierung, aber ich kann nicht genau einschätzen, wie lange es noch dauert, wie viel da noch gebraucht wird. Und weiter geht's zur Seitenwand. Hier sieht die Armierung richtig ordentlich weit fortgeschritten aus. Also ich denke, die ist fertig. Man sieht auch, dass da gerade eine Schalwand angebracht wird. Und jetzt geht es noch weiter nach rechts. Also hier der zukünftige Ausgang aus dem Wohnungsbau im Bereich des Südausgangs. Und dann von hier aus gesehen ein bisschen nach links. Und hier wird dann dieser neue Steg angedockt, der dann über die Baugrube führt zum neuen Querbahnsteig auf Höhe Gleis 16. Und ich habe auch wieder unseren Betonmischer von vorhin entdeckt. Der schließt hier die Lücken. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!